Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play City Skylines. Ich denke, es wird Zeit, die Stadt jetzt mal umzubenennen. Lake Dale ist irgendwie immer noch ein komischer Name. Und es gab nur zwei Vorschläge. Ist das ein Flugzeug? Tatsächlich. 41 Passagiere, wow. Und der hier? Und der... Hallo? Ich möchte... Ah, verdammt. Komm her jetzt. Sag mal. Da, 34 Passagiere, okay. Fliegen jetzt wirklich beide den Flughafen an? Das wollen wir nochmal kurz begutachten hier. Ich wollte gerade darauf hinaus. Es wird langsam Zeit, die Stadt umzubenennen. Okay, der dreht um. Die wollen jetzt beide? Die landen jetzt beide direkt hintereinander, oder was? Crazy. Ich wollte sagen, es wird Zeit, die Stadt umzubenennen. Das ist doch im Schloss hier. Ja, genau. Ist klar, ist klar. Parallellandung zweier Flug... Ja, sicher. Worauf ich hinaus wollte, es wird Zeit, die Stadt umzubenennen. Lake Dale ist langweilig. Es gab nur zwei Vorschläge. Für Gotham City ist die Kriminalitätsrate nicht zu hoch. Warum kann ich es gerade nicht umbenennen? Ach, ist auch hier. Für Gotham City ist die Kriminalitätsrate zu hoch und deswegen nennen wir die Stadt Chaos City. Das passt ja auch ganz gut zu meinem Baustil, genau. Zu meinem Baustil. Das ist Chaos City. Zack. So, und dieses Mal, wir werden jetzt die 90.000 Bevölkerung knacken in diesem Video. Das schaffen wir. Ich habe doch hier auch extra noch Müllstationen hingebaut. Meine Güte. Was ist das da oben? Ach, die sind krank, okay. Da fehlt Wasser. Warum fehlt da Wasser? Oh. Das ist ja nicht so prickelnd. Jetzt haben die auch Wasser, jetzt sollten die auch glücklich sein. Da brennt's wieder. Und dann wollte ich hier noch ein bisschen verdichten, ne? Wie sieht es denn überhaupt aus? Strom habe ich genug. Wasserabwasser ist nicht so prickelnd, aber das werde ich erst ändern, wenn wir die volle Bevölkerungsanzahl haben. Weil ich ja hier oben, da ganz hinten, möchte ich ja meine Abwasserversorgung bauen. Und zwar die komplette Abwasserversorgung der ganzen Stadt. Da fahren drei Züge hintereinander. Die kleine Straßenbahn, der Dosto und ein Güterzug. Okay. Wo will der denn hin? Sieht echt witzig aus, wenn diese... Dostos von außerhalb kommen. Da will er hin. Okay. Na gut. Der Güterzug will bestimmt hier oben rauf, weil das, glaube ich, mein einziger Güterbahnhof ist. Ja, genau. Gut, dass ich das hier gebaut habe. Ist hier etwa Stau? Wirklich? Die wollen mich wohl verarschen hier. Ah, okay, sagen wir mal, das geht noch. Das geht alles noch. Das kann man so noch hinnehmen. Das ist jetzt noch nicht so katastrophal schlimm. Okay, dann verdichten wir das hier oben mal zu Ende. Was habe ich denn hier an Gebieten gebaut? Fährt da überhaupt ein Bus durch oder sowas? Nicht? Okay. Da müssen wir das mal ändern. Da muss auch noch ein Bus durch. Das können wir aber später machen. Wir können hier oben eigentlich eine Zugstation noch hinbauen, ne? Das sollte eigentlich gehen. Und dann mal überlegen, ob wir eine zweite Zugstrecke einrichten. Vielleicht hier runter. Bis dahin. Nee, eigentlich ist das nicht so prickelnd. Aber hier oben vielleicht ein Bahnhof hin. Was ist hier los? Kriminalität! Wie kann das denn sein? Ich habe hier eine Polizeiwache stehen und hier drüben habe ich irgendwo ein großes Polizeirevier gebaut. Wie kann die Kriminalität hier zu hoch sein? Oh, die sind alle im Einsatz. Okay, und hier? Hier ist noch einer frei, der kann sich doch darum kümmern. Ach, okay, ist schon weg. Na gut. Ich hab nichts gesagt. Ja. Da habe ich noch Flächen frei. Ich mache eigentlich noch gar nichts tun, ne? Ich habe überall noch Flächen frei, die noch nicht bebaut sind. Da kann ich im Moment noch gar nicht so viel machen. Ich könnte Verkehr jetzt, meine Verkehrswege könnte ich ausbauen, bevor ich irgendwas weiter verdichte. Oder noch ein paar Special-Gebäude bauen. Habe ich ja genug von, ne? Wo habe ich den Hypermarkt hingestellt? Ach, hier. Ja, Hypermarkt. Das ist ja nicht so viel, was hier los ist, ne? Da ist der Bus. Der fährt hier vom... Warum stehen die hier Schlange? Ist auch keiner so genau, ne? Wie sieht es denn mit der U-Bahn aus? 161 Passagiere. Da ist ja ganz schön was los. Wir können aber mal gucken, ob wir vielleicht noch eine weitere U-Bahn-Station bauen. U-Bahn bitte, da. Nämlich hier irgendwo rein. Dass ich quasi direkt hier, ne?
noch eine Station habe. Und dann fahren wir die Station hiermit an. So, ich würde so hier so sagen, vielleicht hier oben, ne, irgendwie. Oder ich baue hier eine Straße hin und setze die hier quer rein. Und dann legen wir den Bus dahin um. Ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Ich denke, das machen wir. So, bitte. Zack. Jetzt haben wir da gerade das Haus, das da entstanden ist, wieder weggerissen. Macht aber nichts. Dann zonen wir das nochmal eben neu ein mit Büros. Ja, komm, machen wir das so. Jetzt habe ich nicht auf die Uhr geguckt, wenn ich angefangen habe. Alles klar. Und dann drücken wir da noch eine U-Bahn-Station rein. Und zwar genau hier oben hin. Ja, ich weiß, da fehlt der Strom. Und wir bauen mal eben die Straße weiter aus. Mit einem großen Bogen. Na, kommst du woher? Hierher. Und hierher. So, zack. Und dann nehmen wir dann nochmal eben die Ampel weg, weil da brauchen wir wirklich keine Ampel. Und hier oben auch nicht. Das geht, denke ich, auch so. Okay, jetzt brauchen wir da oben noch Strom. Den nehmen wir da mal hin. Damit die Station Saft hat. Und dann müssen wir die noch ans Netz anschließen. Dafür pausieren wir das Spiel jetzt mal eben. Damit ich das vernünftig machen kann. So, dann hauen wir die Tunnel hier mal weg. Ich möchte gerne abreißen. Danke. Und zwar von hier hinten an. Ja, ruhig von hier. Oder ruhig bis hier hinten hin. So, und dann legen wir den Tunnel neu. So. Und von hier aus weiter. Hierher und hier ran. So. Jetzt Linien. Gelbe U-Bahn-Linie. Wo ist hier? Die gelbe Linie möchte ich gerne haben. Achso, ich lasse vielleicht erstmal eben weiterlaufen. Ja. Jetzt hat. Ja, okay, jetzt hat die Linie gefressen. Dann nehmen wir hier noch eine Haltestelle ran. Dann noch eine Haltestelle. Hallo? So. Jetzt habe ich da noch zwei Stationen rein. Und dann legen wir da noch eben eine Buslinie um. Dann müsste ich eigentlich die beiden Stationen hier wegnehmen, ne? Oder ich baue eine neue Linie, die ich einfach hier hinten rüberfahren lasse. Machen wir das doch einfach so. Eine neue Buslinie und ein neues Depot. Wir bauen hier gegenüber erstmal ein neues Depot hin. So, zack. Komm, da muss doch wohl... Stromtechnisch ist doch wohl alles zusammen hier. Also, dann kann ich die Stromleitung hier sogar wieder wegnehmen, wenn ich nicht ausgebaut hat. Und dann bauen wir noch eine weitere Buslinie, die nur von hier aus hierher fährt. Hier hält. Hier lang. Da lang. Hier hin. Hierher. Dorthin. Hier unten am Frachthafen. Die fährt dann auch ruhig hierher. Dahin zurück. Dorthin. Dorthin. Hier oben. Nein, halt, stopp, zurück. Kommando zurück, Kommando zurück, Kommando zurück. Hier hin. Hier hin. Und da ran. Na, kommst du wohl her hier? Hallo? Ach komm! Das ist doch jetzt lächerlich. So, zack. Und hier machen wir die Haltestelle wieder. Wieder rein. So. Und dann können wir das dann noch einzonen. Wir können ja sagen, hier machen wir ein bisschen Wohnen. So. Und da oben machen wir noch ein bisschen Büros. Achso, ich sollte vielleicht das Wasser da mal hinziehen. Ach, ist schon. Alles klar. Und dann müssen wir noch die Farbe der Linie da ändern, weil das sonst hinten und vorne nicht passt. Busse, da. Buslinie 20. Bekommt eine andere Farbe, nämlich rot, weil wir die hier noch nicht haben. Jetzt haben wir auch ein zweites Busdepot, das heißt, die Fahrzeuge kommen schneller zu ihrem Ziel.
So, hier lappt sich die Linie. Das ist in Ordnung. Und dann habe ich das Gebiet hier im Endeffekt top abgedeckt. Und dann kann ich hier zwischen noch ein paar Straßen bauen schon mal. Nehmen wir ruhig diesen hier. So. Eins. Ja, gehen wir ruhig von hier aus rein. Zwei. Und von hier aus noch einen rein. Drei. So. Passt. Und dann machen wir mal Low Density ein bisschen rein. Na, kommst du wohl hierher. So. Ein paar kleine Rohrhäuser rein dazwischen, dann sieht das ein bisschen schicker aus, finde ich. Die kann ich natürlich wieder nur im Wasser platzieren, ne? Das ist außerhalb des Stadtgebietes. Aber ich würde dort 19 Megawatt rauskriegen. Das ist natürlich ziemlich gut. Viel besser als eine 14 hier. Da können wir das... Also wenn ich das Gebiet gekauft habe, sobald wir die 90.000... Wir haben doch die 90.000 Einwohner. Ich bin gerade irritiert. Weil eigentlich hätten wir jetzt den neuen nächsten Meilenstein erreichen müssen. Ach, 95.000! Scheiße! Ich dachte, wir hätten schon 90.000 schon. Ja, okay. Alles klar. Gut zu wissen. Dann holen wir uns den später. Hier kann ich aber noch ein bisschen was verdichten, ne? Na, muss ich mir überlegen. Hier habe ich auch noch ein bisschen Platz. Was ist hier los? Polyphia? Wo ist die Polyphia? Weg. Gibt's nicht. Gibt keine Polizei hier. Pech gehabt. Passiert. Habe ich oben überhaupt Polizei gebaut? Nö. Kein Wunder. Ja, komm. So, machen wir da noch Polizeirevier hin. Feuerwehr? Gibt's hier oben auch nicht. Gut, dahin. Einkaufen bis zum Umfallen. Gebäude brennt, ja. Schön. Pech für das Gebäude. Warum drehen die hier alle um? Augenblick. Irgendwas stimmt hier nicht. Warum ist der lila Bus hier umgedreht? Warum ist er hier nicht weitergefahren? Das verstehe ich gerade nicht. Oder war das gar kein Bus, sondern... Scheiße, was ist denn hier los? Verdammt! Okay, eine Frage nach Gewerbegebieten, okay. Halt, stopp. Das geht so nicht. Okay. Probieren wir das mal an. Also, wir probieren das mal mit der Autobahnaufwertung hier. So. Wir versuchen es mal so. Vielleicht geht das besser. Weil dann können die, die hier abbiegen wollen, sich da an der Seite einordnen. Huch, nicht schneller, sondern... Stopp. So. Scheiße! Was ist das denn? Und warum will hier keiner mehr runterfahren? Gibt's doch nicht sowas. Okay, dann machen wir jetzt auch noch eine Autobahnausfahrt. Ist dann halt so. Alternative dazu. Nein, stopp. Ich muss erst noch ein neues Gewerbegebiet bauen. Das geht so nicht. Das können wir aber ruhig hier oben bauen. Dieses Gebiet hier können wir mit Gewerbe vollpflastern, glaube ich. Und dann können wir den Bus auch gleich verlängern. Ich will nicht verbessern, ich will bauen. So. So. Gut. So, hier rein. Zack. Da machen wir jetzt überall Gewerbe hin. Wasser nicht vergessen. Sonst heulen die gleich alle wieder rum hier. Und hier noch Wasser hin. Das ist auch direkt am Frachthafen. Sollte dann eigentlich alles funktionieren. Und dann können wir die Buslinie, diese rote Linie... Ach du Scheiße! Ich möchte hier gerne kappen. Ach du Kacke. Okay, das muss ich mir kurz anders machen. Wo ist meine Einbahnstraße? Da. So. Zack. Jetzt sollte der Bus eigentlich nicht mehr da hinten rumeiern.
wollen wir doch hier noch eine Haltestelle. Nein, das ist auch scheiße. Wie machen wir das denn mal am dümmsten? Dann fällt die Haltestelle raus. So. Dann fährt er hier nämlich lang. Hier rum. Hier am Hafen. Nein, das ist doch auch kacke. Dann wird die Haltestelle auch raus. Dann soll er hier außen rumfahren. Hier halten, da oben rumfahren, hier rum und hier unten am Hafen vorbei. Das ist dann, denke ich, ordentlich. Und dann können die sich hier oben ausbreiten, die ganzen Commercials. Und dann können wir hier noch ein paar Wohneinheiten vielleicht zwischenstellen. Oder noch ein besonderes Gebäude. Obwohl, dann habe ich alles hier hinten konzentriert. Das möchte ich eigentlich auch nicht so gerne. Wo habe ich eigentlich mein Kino gebaut? Da unten. Naja, wie viele Leute sind da hingegangen bis jetzt? Ach, geht, ne? Hält sich in Grenzen. Meer und Wolkenkratzer. Transportturm. Hypermarkt. Hat er eine direkte Busanbindung? Ja, hat er. Wie viele Leute sind hier jetzt umgestiegen bis jetzt? 43 Passagiere, okay. Und hier unten? 25. Jetzt teilt sich das so ein bisschen auf, ne? Bisschen doof, aber sei es drum. Ist jetzt nicht so wild. Oh, hier ist ja mega viel los. Okay, das hat sich... Ah, alles klar, das hat was gebracht, dass ich das hier auf zwei Spuren ausgedehnt habe. Das funktioniert jetzt. Der Stau hat sich gelegt. Sehr schön. Hier ist noch ein bisschen voll, ne? Aber das kann ich jetzt nicht ändern. Die wollen vor allen Dingen auch fast alle abbiegen hier. Ja, das lasse ich erstmal so. Sonst kann ich hier immer noch die Straße ein bisschen vergrößern. Hier geht's auch. Das sieht alles ganz gut aus soweit. 20, okay. 180 von 3000. Yay. Okay, was ist hier schon? Reicht mein Wasser schon wieder nicht? Doch, Wasser reicht. Abwasser reicht nicht. 91.000 habe ich bis jetzt. Das ist nämlich ein bisschen wenig. Wo habe ich denn eben noch das Wohngebiet verdichtet? Hier, ne? Genau, hier habe ich kleine Wohnungen reingebaut. Halbmondresidenz. Jetzt haben wir schon wieder ein Müllproblem. Oh, come on, Leute. Ich kann doch nicht so viele Müllanlagen hier hinbauen. Okay, wisst ihr was? Dann bauen wir da jetzt auch noch eine rein. Und zwar mit der billigsten Straße, die wir haben. So. Und dann stellen wir da noch eine Verbrennungsanlage rein. Oder sogar zwei. Jetzt wollen wir nur Strom noch hinlegen, ne? Weil das passt natürlich wieder nicht hier. Sammelt Müll. Ja, dann schicken wir los, die Fahrzeuge. Aber allesamt. Hoffentlich funktioniert das jetzt und die fahren jetzt auch wirklich hier hinten hin. Die fahren geradeaus. Na, also geht doch. Okay, was machen wir als nächstes? Was machen wir Schönes als nächstes? Wir könnten hier unten noch ein bisschen was bauen. Ich hab's geparkt, Auto ist ja echt schlimm. Na komm, weg damit. Wie sieht's bildungstechnisch aus? Grundschule gut, Oberschule gut, Uni auch gut. Man kann also nicht klagen. Ja, wo will ich denn hier als nächstes ausbauen? Das ist gerade eine schwierige Frage. Ich könnte hier im Norden erweitern. Jetzt sind die schon hier nicht genug gebildete Arbeiter. Der ist doch so voll. Verdammt nochmal, das gibt's doch nicht. Richtig viel Platz. Wie ist denn eigentlich mit, wir gucken uns mal eben die Rohstoffkarte an. Rohstoffe. Öl haben wir hier. Holla die Waldfee. Das ist ja so ein, oh, das ist ja ein riesiges Ölfeld. Fruchtbares Land ist hier unten. Öl hier auf der... Die ganze Insel ist voller Öl hier. Und hier ist noch mehr fruchtbares Land. Erze. Oh, hier, wir können ja noch richtig hier Raubbau betreiben am Ende. Warum eigentlich nicht? Ausgehende Verbindung, okay. Waren. Importieren, ja, okay, das ist klar.
Exportiert ihr auch irgendwo wer was? Nö, natürlich nicht, weil wir nichts produzieren. Und Tourismus? Gute Gesundheit, mittlere Gesundheit, geringe Gesundheit? Ach, Touristengesundheit, ja, okay. Tourismus, ja. Na gut. Lärmkarte, ja, hier ist natürlich total laut, das ist klar. An den großen Straßen hier. Das habe ich auch versucht, das zu vermeiden, dass da irgendwelche Wohngebäude sind. Feuerwehren, ja, ist also okay. Wasser ist gut. Was Polizei? Polizei, Kriminalität. Auch wenn da oben jetzt gerade ein Verbrechen im Gange ist, das geht. Eigentlich sieht das ordentlich aus hier. Gucken wir mal, was machen wir als nächstes? Wir müssten ja hier eigentlich jetzt verdichten, ne? Dann bauen wir mal hier noch ein bisschen Commercial. So. Hier bauen wir noch ein paar Büros. Damit ich mir irgendwann diese Leitung hier sparen kann. Das sieht ziemlich, wirklich alles einfach ziemlich gut aus im Moment. Ich kann nicht klagen. Hier kommt wieder ein Containerschiff angeeiert. Hier ist gerade ein bisschen voll, aber da ich hier die. Oh, hier sind ja noch Ampeln. Naja, ist egal. Das ist noch nicht so schlimm, dass ich die Ampeln hier wegnehmen müsste. Das kann man also noch so akzeptieren erstmal. Das baut sich ja auch alles schön aus langsam. Die U-Bahn-Haltestelle hier hinzustellen wäre auch eine ganz gute Idee, obwohl es sind nur 3 Passagiere. Der ist aber voll, der Bus. Finde ich auch nicht schlecht. Buslinie 20. Ja, okay, also wenn ich das so sehe zeitlich. Wir werden es wohl nicht hinbekommen, in diesem Part das letzte Stück immer noch zu holen. Leider müssen wir das beim nächsten Mal machen. Befürchte ich, das wird wohl nicht ganz klappen. Wie sieht es mit meinen U-Bahn-Linien eigentlich aus? Trip saved 59, 64, 59. Okay, das ist natürlich gerade ein bisschen weniger geworden. Hier nur noch 900. Aber das ist schon ordentlich, denke ich, wäre dann streckentechnisch. Zumal ich ja die Linien momentan noch alle so gelegt habe, dass ich sie noch ein bisschen erweitern kann. Rot und Grün starten hier gemeinsam, trennen sich dann, laufen hier nochmal zusammen und trennen sich dann hier unten nochmal. Und die gelbe Linie ist eine Querverbindung. Eigentlich Quatsch, dann fängt hier an, hört da auf, aber naja, so ist das halt. Muss man eben durch. Und hier ist natürlich. Oh. Oh, das ist nicht gut. Hier ist voll. Hier ist es voll. Das missfällt mir ehrlich gesagt ein wenig. Aber ich kann das gerade nicht ändern. Von daher lassen wir es erstmal so. Schön finde ich auch, dass wir die Fahrgäste in den entsprechenden Farben sehen. Schade, dass die Fahrgäste, die aussteigen, dann nicht die Farbe der Buslinien haben, mit denen die eventuell weiterfahren werden. Das ist ein bisschen schade. Obwohl, vielleicht, wenn ich die Busse anklicke. Doch, tatsächlich. Aber erst, wenn die hier oben rauskommen. Die wollen in der grünen Buslinie fahren. Die fährt eine grüne Buslinie, ernsthaft? Naja. Und meine Züge. Da habe ich ja erst eine Linie gebaut, ja. Richtig. Trainline Number 1. 4 Stops, 59 Passagiere gerade an Bord. Mit 3 Fahrzeugen unterwegs. Da reicht ja auch. Es sind ja nur 1, 2, 3 Bahnhöfe, die abfahren im Moment. Das geht. So, meine Schiffe können natürlich noch nichts sparen, weil ich noch keine Schiffsverbindungslinie gebaut habe. Da fährt ein Kreuzfahrtschiff weg. Nach Rennburg, okay. Wo möchte der hin? Dahin, okay. Da landet wieder ein Flieger. Das hier ist der Chaos Town. Ne, Chaos City, nicht Chaos Town. Chaos City Airport. Das hier ist wahrscheinlich der Hauptbahnhof, weil er liegt mittendrin. Chaos City Hauptbahnhof.
auch wenn er nur eine Linie durchfährt. Macht ja nichts. Ich frage mich ehrlich gesagt, was das eigentlich soll mit vier Gleisen, was ja natürlich eine nette Mod ist, aber die Züge fallen ja doch nur auf den beiden Hauptgleisen ein. Sieht man ja, das obere Gleis wird komplett ignoriert von allen Zügen, die hier so fahren. Oh, das war so eine gute Idee, hier eine Autobahn hinzubauen statt der normalen Abfahrt. Das ist hier aber richtig voll, ne? Na klar, die biegen hier alle ab. Ich kann die Straße nicht vergrößern, weil ich hier den Bahnhof stehen habe. Das ist natürlich richtig blöd. Ist halt so. Scheißegal. Ist die alte Stelle noch direkt vor? 11 Passagiere. Ist okay. Soll ich hier Strom produzieren? Ja, nicht gerade, ne? Vor allem, wenn die da oben eigentlich total überflüssig ist, denn die Verbrennungsanlagen produzieren ja selber Strom. Jetzt fehlen schon wieder die ganzen Arbeiter. Oh, Wohngebiete werden nachgefragt. Ernsthaft, ist alles schon voll hier? Tatsächlich. Okay, dann bauen wir noch ein paar Wohngebiete nochmal eben schnell in dieser Folge. Nummer 1. 2. 3. Komm, machen wir das mal anders hier. Hier hin. Und hier rein. Hier noch was hin und bis hierher. Und dann ist das gut. Das zonen wir jetzt alles als High Density ein. Hopp, fertig. Und dann ist wieder Wohngebiet. Da ist da Wasser drin. Ja, okay, da ist Wasser. Und ich würde sagen, das war's für diese Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder das Let's Play City Skylines. Bis dann.